Willkommen zurück, lieber YouTuber. Wir schlagen uns hier gerade zu Fuß durch die Gegend und hier hat es anscheinend ein schreckliches Massaker gegeben. Überall Tod und Verderben, Galgen und ein brutaler Gestank hier. Da geht's rauf. Ein Hinweis. Springen Sie über die Galgen auf den Vorsprung. Ist da nicht normal immer so ein Pfeil noch, der uns sagt, wohin genau? Da müssen wir hin, Leute. Da oben. Man sieht's fast nicht, aber ich sehe es. Und hups. Ich brauche kurz deine Hilfe. So, der nächste Galgen ist, ich glaube, wenn wir jetzt den nehmen, ist das zu niedrig. Dann nicht. Sei vorsichtig. Den da. Und den da, der bricht bestimmt bald wieder was. Nein, ja, ähnlich. Das ist hier so ein Ding gewesen, so. Naja, so ein Ort, an dem man Leute los wird. Verräter. Hoppala. Okay. Wo sind wir? Kommen wir da dran? Ja. Der Tote ist schon ganz zugewachsen da drin. Und? Ich bin noch oben, oder? Ui. Eine grandiose Aussicht. Und? Wo sind die Shoreline-Idioten? Alles klar. Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay. Okay. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Shoreline-Typen. Ich nenne sie mal liebevoll Shoreline-Clowns. Lass mal gut geht. Und nachdem ich hier nichts weiter springen kann, einfach mal schön in den Teich. Ist okay? Da kann man sich auch richtig böse Krankheiten holen bei so einem stehenden Gewässer. Wo lang? Ist hier fix. Schon wieder total den Überblick verloren. Wo war diese Riesenhütte? Da drüben nicht. Wo war die denn jetzt? Ah, da hinten sehe ich den Bogen. Na, wir kommen so oder so irgendwie hin. Als Simon mir von diesem Ort erzählt hat, habe ich mir Holzhütten oder höchstens einfache Häuser vorgestellt. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Hey. Noch ein Schatz aufgesammelt, oder? Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht aus. Schönes Bett. Und da liegt ein Schatz. Nee. Notiz. Oh, noch eine alte Notiz. Achtung, die lesen wir uns mal schnell durch. Ist unwichtig.
Haufen Zeug haben wir schon. Naja, ein paar leere Seiten auch. Gut, dann... Da sind wir hergekommen. Dann krabbeln wir mal da weiter. Das geht hier nicht. Ah, da geht's wieder rauf. Alles Pfuscher, wenn es schon nach 300 Jahren einstürzt. Okay. War das gerade hier die Szene? Nee. Kommt da echt durcheinander. Oh, ich bin runtergefallen. Dann falle ich wieder rauf. Mal gucken. Halt, halt, was mache ich denn? Da bin ich hierher gekommen. Das, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich bin ja von da drüben hergekommen. Wir sind ja gerade rüber gesprungen. Muss ich jetzt da wieder so einmal zurücklaufen, um das, um da wieder anzukommen? Nee, oder? Da. Da kommen wir doch auch schön durch. Rein ins Wasser. Kleine Schwimmeinlage. Nee, verdammt. Nee, Leute, verdammt. Ich muss tatsächlich, so wie es ausschaut, das nochmal abklappern. Macht nichts. Wir spielen ja zum Spaß und haben Zeit. So, jetzt über den moosigen Balken da drüben irgendwo. Da. Das war doch... Also jetzt bin ich ja völlig durcheinander. Ah nein, da ist dieser moosige Balken. Das ist der falsche. Ja, kratze auf jeden Fall. Jetzt, ich bin wieder auf Kurs. Lieber Zuseher, unser Vibe Elena ist schon lange, lange weg. Ja, ihr wisst es. Sie ist nicht mehr da, sondern sie ist da drüben irgendwo. So, da ist sie ja. Die alte Milchkuh. Oh, Info. Wichtig. Wir sind in Christopher Condons Haus. Schön. Gucken. Ich will jetzt nicht wieder irgendwo runterspringen, wo ich auf einmal dann nochmal den ganzen Harcher laufen kann. Wir sind hierher gekommen. Darauf. Und dann müssen wir da entlang. Ich habe jetzt keinen Bock, da was falsch zu machen. Wenn ich... Hey Nate, hier drüben. Wo ist die Tante? Okay, die weiß den Weg anscheinend. Hier entlang. Gut. Scheiße, schau. Elena, runter. Ich sehe sie. Oh, das war so schön ohne die. Aha, da hat einer eine Kiste da hinten runtergeworfen. Na gut, hier ist viel hohes Gemüse, da können wir uns einigermaßen sicher bewegen. Und dann... Ja, und dann werde ich wahrscheinlich schon in wenigen Minuten wieder fluchen, schreien. Aber weißt du was? Wenn wir die von hier abknallen, haben wir eine super Sicht und freies Schussfeld. Und bis die da sind, sehen wir auch. Probieren wir es einfach mal. Okay, es sind doch ganz schön viele wieder. Ich spiele ein bisschen schlecht, weil ich hier total ungedeckt rumrenne. Auf geht's. Ich husch mal schnell dahin.
brauchen sie, um nicht entdeckt zu werden. Okay, ich will da gar nicht tauchen. Habe ich den? Das wäre so cool. Ne, der ist dann doch einen Tacken zu weit weg. Halt. Also das lief alles anders wie geplant. Ich habe gedacht, ich knall die da alle ganz gemütlich in Ruhe ab. Fuck you, jetzt habe ich keine Munition mehr. Grotze Fünferl. Knappe Sache. Jetzt habe ich eine Shotgun. Von wo schießt dieser Nigger? Hoppala, das habe ich nicht gesagt. Dieser, Depp. Okay, die Tante Elena, die wurstelt schon wieder da irgendwo rum. Fuck, jetzt habe ich auf die geschossen. Problem ist gelöst. Okay, komm. Wir schaffen das schon, wir schaffen das. Wo sind die? Ui, ui. Ich muss tierisch schnell in Deckung gehen. Ei, ei, ei. Ja, das wundert mich nicht. Das war... Okay. Aber nochmal will ich es ehrlich gesagt auch nicht machen. Gut, wir probieren das mal weiter. Der hat vorhin gesagt tauchen. Sondern tauchen. Was so ein Schmarrn. Auf geht's. Mal gucken, wie wir die da alle fertig bekommen. Vielleicht können wir wirklich noch ein paar mit Schleichen. Gut, der überprüft jetzt erstmal das Problem. Aber ich glaube... Hier drüben, ich hab sie! Okay, sie haben uns. Ich sehe die schon da oben. Was ist da los? Weg. So, erstmal ein bisschen hier erholen. Oh, das geht gar nicht. Oh oh. Da laufen wieder diese Atomic Bombermans rum. Fuck, die haben nur noch 3 Schuss. Das ist halt auch richtig übel. Hm. Vielleicht kann ich von dem die Munition haben. Ah, oh, der ist gar nicht tot. Komm, ich erschieß den noch. Okay. Flügelmann, du hast eine Trophäe erhalten. Okay, wieder schnell in Deckung. Beziehungsweise von irgendwo schießen die auf mich. Und ich weiß leider nie woher. Doch. Ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Okay. 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 Oh, ich bin so schlecht, wenn es ums Schießen geht. Da sehe ich noch einen. Verdammt! Ich muss schon wieder weg, Leute. Das ist mir einfach zu heiß. Ich muss das irgendwie anders hinbekommen. Vielleicht. Ich habe nicht mal mehr. Ah, doch. Nee. Doch, 128 Schuss. Die halten halt nicht wirklich lang bei mir. Komm. So. Sollen wir kurz mal gucken. Der gammelt ja über mir rum. Raus.
Hammer. Ein paar dürften hier noch rumlaufen. Fuck, Dreck. Jetzt wird's gerade nochmal richtig problematisch. Denn ich krieg nochmal richtig Prügel. So zum Finale. Und ich sehe aber auch leider... Fuck, fuck, fuck. Weg, 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 weg. Erstmal hier ein bisschen... Wie treffen die mich so toll? Ich muss da runter. Hoffnung, dass das mir was bringt. Wir machen dich alle! Scheiße. Nächstes Problem. Ihr seht es. Ich bin völlig ohne... Munition. Okay. Das war natürlich sehr verräterisch, was ich jetzt hier gemacht habe. Haben wir den wenigstens? Den haben wir, aber... Oh, Scheiße. Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit ich da von vorne anfangen muss. Ich hoffe nicht so weit. Ich muss das anders angehen, dass ich bin da. Oh. Okay, komm. Wir können da rein. Da durch. Ich komme dann einfach auf die. Tatsächlich, den haben wir schön umgeschossen. Verflucht! Okay, verflucht. Das ist angebracht. Denn. Wir haben schon wieder keine Munition mehr. Da ist was. Hops, was macht er? Ich würde gerne auf eine höhere Plattform, sehr gut. Und dann hoffentlich hat sich das Problem bald erledigt. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Wow. Super. Das war so die erste Welle. Schauen, ob da noch irgendwo Granaten rumliegen oder sowas. Find gerade nichts. Vielleicht ein Schatz. Ein schöner kleiner Schatz. Ja, irgendeiner im Mönchsgewand. Vielleicht ein christlicher Pirat? Was liegt denn da Schönes? Nee. Ein bisschen besser. Auf der Brücke habe ich vorhin auch einen abgeknallt. Genau, was hat der da Schönes? Ist auch wieder so ein Scharfschützenmist. Gut, anscheinend müssen wir in die Höhle... Machen wir auch. Ne, müssen wir in die Höhle? Ja. Bestimmt es einfach mal. Wir müssen in die Höhle und gucken, was uns hier Spannendes erwartet. Schön schaut's aus. Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Das ist mal ein Hinweis. Dem Hinweis gehen wir nach. Aber erst in einer neuen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen.
Ich hoffe, es war nicht ganz so furchtbar. Und nicht vergessen, morgen gegen 20, 21 Uhr kommt schon eine neue Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao, Servus.